Herzlich willkommen zurück zum Minecraft WG. Wir haben heute mal wieder einen Gast dabei. K-Boost, denke ich mal. Ja. Ja, guten Tag. Hallo. Ja. Und ja, es wird mal wieder eine Gastfolge sein und er wird mal was anderes bauen als ein Haus. Was war das? Da ist ein Creeper gestorben. Autsch. Und er hat Dreck verloren. Ja. Mutwillig, ja. Das ist mein Dreck. Gib mir mein Gunpowder wieder. Ich seh nur Dreck da rumliegen, aber. Das ist er. Oh. <Ja, gut. lacht> Ist so Dreck. Okay, also du hast 20 Minuten Zeit. Such dir ein Grundstück aus. Okay, soll ich jetzt einfach direkt loslaufen? Genau. Die Grundstücke. Nein, jetzt hab ich einen Dreck mitgenommen. Hier, lieber Creeper. Gib mir meinen Dreck wieder. Da bitte schützen, ihr Dreck. Reiz mich nicht. Ja, wo rennst du denn lang, Alter? Genau, linksrum sind Grundstücke, du kannst dir quasi eins aussuchen, wenn du willst. Ja. Die sind ein bisschen verschieden groß, stehen aber Schilder dran, wie groß sie sind. Oh, Leon, na, wie geht's dir? Das wird ein Running Gag. So. Ich glaube auch. Ja, soll ich mir dann die Sachen hier rausnehmen? Genau, in der Kiste ist alles drin, was du brauchst. Ja. Genau, und du baust dann und wir machen ganz normal unser Tagesgeschäft weiter. Auch wenn ich nicht mehr weiß, wo ich war. Hauptsache, ich esse erstmal was, glaube ich. Wir müssen mal die Felder sehen. Ich glaube, da ist nicht mehr ganz so viel Weizen in der einen Truhe. Oh ja, das mache ich ja normalerweise immer, aber heute habe ich da keine Lust zu. Vielleicht macht das mal jemand anders. Da ist ein Tintenfisch in unserem Feld. In unserem Feld drinne. Ja. Da mach ich es. Na, der Tintenfisch macht das schon. Das ist ein Homie von mir. Den habe ich mal eben bestellt. Ach so. Das sind so viele Felder. Ich kann ja auch eins abeiern. Das sind ja mal zwei große Felder. Da kann man ja. Ich krieg jetzt schon Kopfschmerzen, wenn ich daran denke. Was, an die großen Felder? Ja. Oder nein. Du das mit dem Tintenfisch an, mein was? Ja, das ist dein Homie, den wollte ich zwischendurch verprügeln, dachte ich mir. Autsch. Ah. Natürlich, wie immer, wenn wir eine Gastfolge anfangen, wird's gleich dunkel. Mhm. Man könnte fast denken, es ist geplant. Alles berechnet. Ich glaube, das ist eher, weil ich gestorben bin, es hat das Raumzeitkontinuum aus den Fugen gerissen. Das wird's gewesen sein. Wenn der Rio stirbt, hinterlässt er schwarze Löcher. Deswegen auch der Dreck, genau. Der ist eigentlich aus einem anderen Raum und Zeit, der Dreck. Aus einer Galaxie. Antiker Dreck. So antik, wenn er aus einer Zeit kommt. Ach so. Ah, jetzt verstehe ich das. Okay. Na gut, der könnte auch natürlich zukunftsbasierend sein, aber. Antik geht natürlich. Weißt du, was ich vergessen habe? Was denn? Eine Ho. Ich habe keine Ruhe dabei, auch nicht. Weil aber ich schleiche ja auch. Aber dieser Tintenfisch, ich kann da keinen Dings sehen. Ach so, das ist ja dann schon. Ah, das ja, ist doch schon okay. Alles. Wenn du da drüber schleichst und nichts kaputt machst, dann kannst du ganz normal wieder sehen. Mensch, das ist ja Wahnsinn. Ja. So. Ein Ei im Hühnerstall. Und ich glaube, wir haben noch genug Weizen oben. Also du kannst mir nicht sagen, dass wir keinen Weizen mehr haben. Aber egal. Achso, ja, achso, in der Küche vergessen. Wahrscheinlich, aber. Nee, über unserem Schlafraum würde ich sagen. Wenn du jetzt gleich mal das erste Feld davon fertig hast, können wir mal eben schlafen gehen, damit der Gast auch im Hellen bauen kann. Sonst macht gleich ein Creeper seine ganze Arbeit zunichte oder sowas. Das wollen wir natürlich nicht. Wie heißt du eigentlich richtig? Richtig heiße ich Kilian. Okay. Bin 19 Jahre alt. K-I-L-I-A-N. Ah, okay. Ja, genau. Und du Let's Playst nicht, ne? Habe ich jetzt. Nein, Let's Play nicht. Nehm nur gerne das Video auf oder spielt auf seinem Minecraft-Server. Und du wolltest unbedingt mal als Gast dabei sein. Ja. So war das doch, so ähnlich, ne? Ja. Nee, er hat halt mitbekommen, dass ich hier auch unterwegs bin. Und du bist wie alt? Ja, 19 Jahre. In der 13. Klasse des Gymnasiums. Kurz vorm Abi. Mag Eier. Mag Eier. Ja, ich hab auch eins. Also mich eins? Ja, also im Inventar, so. Dann zeig ich.
Ein einsames Ei. Und als zweites für mich. So, diese Folge wird wieder ab 18. Hab ich von Penny bekommen, halt. Hat also Penny auch nur noch eins. Das ist Quatsch. Damit brauchen tue ich es ja jetzt nicht mehr, also von daher. Also siehst du, Penny hatte nur eins, der hat es jetzt. Der ist der soziale Teil. Der hat sein eines Ei jetzt gespendet. Ich weiß nicht, ob deine Freundin damit zufrieden ist. Nee, ich glaube nicht. Ja, da kann ich sie auch sehr gut verstehen. Tatsächlich. Nee. Was für Themen hier? Kommst du kurz mit, dass ich dir fix zeige, wo das Bett ist? Ja. Und damit wir alle mal schnell pennen können, bevor irgendwie Creeper kommen und irgendwas kaputt machen. So. Also ich bin ja fertig. Wieso hast du das so schnell geschafft? Ich bin Creeper. Ich bin auch fertig. Hast du eigentlich den Tipp schon gelesen? Da hat jemand in der Kommentarbox geschrieben, dass du einfach mal mit Wasser das machen sollst. Das Abernten. Ja, ich könnte ja auch eine Erntemaschine mal bauen. Das könntest du auch tun. Hat jemand was Nahrung für mich sonst? Ja. In der Kiste hätte eigentlich was drin sein müssen. Egal, ich habe auch noch was. Danke, ja, ich hätte noch das. Wieso? Ich liege allein im Bett, das ist gut. Danke. Ja, ja. Das ist. Wo ist denn der Rest der WG hier? Da bin ich. Ich hab diese komischen Klappen sind hier weg. Die haben wir weggemacht letztes Mal. Hättest du aufgepasst, wüsstest du das jetzt. Ich hab noch was Neues gemacht und das habt ihr nicht mitgekriegt. Was? Wegen dem Turm habe ich gesehen. Nein, das hier. Der Turm ist meiner. Ich hab nur was verändert. Lass uns erstmal schlafen gehen, dann können wir das gleich angucken. Sonst schafft der Dings das nicht in der Zeit. Ich hab überhaupt keine Ahnung, wie lange wir schon aufnehmen. Ich sag mal, ab jetzt noch 15 Minuten. So, liegen alle im Bett? Ja. So, jetzt, was fällt euch auf, wenn ihr hier einfach steht und. Ja. Na, wo bist du denn? Hä? Wo? Na, hier, einfach ganz normal. Wo bist du denn? Fenster, wir können hier rausgucken. Wir sehen den. Ja. Kaboost! Ach so. Ich würde dann da schnell weiterbauen, du hast nicht so viel Zeit. Ach, sieht aber schon gut aus, kannst dir mal anschauen, komm. Du bist halt. Na gut. Hast du jetzt eine Gurke gebaut? Oh, oder? Da ist ein Creeper. Scheiße. Mio, geh mal zu deinem Freund da unten. Hey. Was? Der ist immer hässlich. Da. Vorsicht, nein, nicht, dass er hier explodiert. Nein. Der darf nichts kaputt machen. Oh. Was machen die? Ja. Wer hat denn hier die Fackel kaputt gemacht? Bitte neu dranhängen. Ich mach's schon. Ja. Oh, mein Hund so kommt. So, Eskorte, dass er da hinkommt. Hallo, Happy. Jo. Happy. Hallo Leon! Du hast einen Hund, der Happy heißt? Richtig. Ist er glücklich? Der ist sehr glücklich, weil er auch schon deutscher Jugendchampion ist. Wofür brauchst du dann 20 Minuten, wenn du jetzt hier gleich schon fertig bist? Ja. Die Inneneinrichtung, ne? Muss sind das Schneeblöcke? Da ist noch ein Creeper, der macht gleich dein Haus, deine Pyramide zu Staub. Ach, den vernichte ich, komm her. Komm, put, komm mal hier rüber, komm. Oh Mann, warum war der auf einmal so schnell? Voll, der hat voll geleckt, ey. Und dann ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Ihr könnt es ja in der Aufnahme hinterher sehen. Ich habe Beweise. Ich bin der König der Welt. Kilian ist ein cooler Name. Oh, danke. Sehr modern. Ja, kommt aus dem Irischen. Mir fehlt ein Dreckblock. Ist das nicht warte, ich hab. Ich geb dir was von meinem kostbaren Dreck ab. Oh ja, du hast nicht übelst viel Dreck, also von daher. Von meinem antiken Dreck, das ist jetzt antiker Dreck, steckst du eine Fackel drauf. Sehr gut. Kann man das Schild vorne umstellen, weil sonst ist die nicht ganz symmetrisch. Kannst du. Im Übrigen benutze ich mal ein neues Texture Pack, nur für unsere Zuschauer. Ne? Ich bin nicht mehr bei Misa. Welches benutzt du denn jetzt? Olos Rustic. Aha. Keine Sau kennt es. Muss man ja auch nicht. Ich sollte vielleicht mal Leitern bauen. Und gerade weil es keine Sau kennt, sogar noch weniger als Misas und Zwex und alle anderen. Ne? Ja, genau. Aus diesem Grund benutze ich es. Wirst du? Oder ich werde gehatet, weil. Ah, oh, was hast du für ein scheiß Texture Pack? Nee, das heißt dann, was ist das für ein Texture Pack? Obwohl du es gesagt hast, natürlich. Aber wie heißt das? Achso, ich kann es ja ab jetzt einfach in jeder Folge sagen.
Kannst du es mir kopieren? Kannst du mir Link schicken? Kannst du deinen Namen tanzen? Oder kannst du am besten den Namen des Texture Packs tanzen? Das wäre noch viel effektiver. Wann machst du deinen Turm zu Ende? Mach ich jetzt, ich wollte es eben Leitern bauen, aber ich will überhaupt wieder da hochkommen. Ich wollte gerade sagen, was ist das für eine leere Röhre? Ist das ein Schornstein? Ja, wenn ich dich mich gleich verbrennen werde, dann muss der Dampf ja irgendwo abziehen. Da kommt nur antiker Dampf. Siehst du, ich wurde angeschrieben, dass wir aus dem Turm eine Fackel machen könnten. Damit meint er aber den Mystery Castle Tower. Achso. Aber wollte, weiß nicht, wie wir das machen sollen. Der wollte oben einfach alles mit Lava füllen. Glaub ich. Wow, hast du hier gerade den Baum gefällt? Ja, ja. So, stehst du da drauf? Ja, ich stand jetzt bis eben auf dem Baum drauf, beziehungsweise bin gerade ein Stockwerk runtergefallen. Wenn wir weiterbauen, haben wir übrigens das NPC-Dorf bald uns angegliedert. Das wäre nicht schlecht. Ich könnte mal meine Erntemaschine weiterbauen. Autsch. Das könntest du tun, ja. Da ist noch Holz. Oh, was ist denn das hier? Wo bist du? Das ist ein Pfeil. Lykantra hat nie das Dorf zurückgefunden, die hat irgendwann mal einen Pfeil gebaut. Wenn sie beim inspizierten Dorf war, damit sie zurückfindet. Aha. Da hat man noch nicht so hohe Türme, die man jetzt von überall aus sieht. So, jetzt werde ich mal eben schnell eine Workbench mir zimmern oder baue ich... Ne, ich kann zurück. Wir könnten ja auch mal so einen unterirdischen Durchgang zum Dorf machen. Weißt du, dass man denn zum Beispiel bei uns im Haus jetzt da oder bei uns im Keller so einen Gang durchmacht bis zum Dorf und von da aus dann, also dass man da dann in dem Haus rauskommt, weißt du? Das würde ich cool finden. Hat noch jemand Kohle damit an? Für Fackeln? Komm her. Ja, ist gut. Halt. Irgendwie muss man immer gucken, was man macht. Reicht das oder brauchst du mehr? Nein, das reicht auf jeden Fall. So ein verdähter Haus ist ja cool. Ja, ist schon nicht schlecht. Was wollt ihr eigentlich aus diesem Turm hier machen? Außer, dass man hier einen schönen Überblick hat. Für eine Pyramide hätte ich zumindest einen größeren Grundstück genommen. Das sieht jetzt eher sehr klein aus. Wo gibt's denn hier ein größeres? Ja, stimmt auch wieder. Ja, ich hab die gemacht. Schau mal so. Querbeet. Hauptsache macht irgendeiner. Die Grundstücke? Ich glaube, es muss noch ein breiter werden. Ich darf ja auch nicht zu tief gehen mit dem unterirdischen Ding, weil sonst komme ich nachher irgendwo raus bei irgendwelchen Viechern oder so. Bei irgendwelchen Treppen. Ja, zum Beispiel. Bei der dicken Olga oder so. Lykantra, willst du mir helfen? Nein. Okay. Ich bin völlig beschäftigt. Ich muss mir auch mal was vornehmen. Sonst heißt das noch, Frauen schaffen nichts. Das ist Iron Ore. Frauen schaffen doch eh nichts. Ja. Dim, dim, dim. Und was macht der gute Creepermann? Wo ist der eigentlich, der Rio? Ich bin gerade an meiner Erntemaschine und baue an ihr rum. Achso, Lykantra baut eine Reihe aus Steinen. Ja. Ich sehe euch alle von hier oben. Ist da einer unterm Dorf? Außer mich. Ja, ich. Ja, ich sehe deinen Namen da. Unterm Dorf ist Finny, okay. Und ja, Dorf. Caboose ist da hinten. Ja. Ich sehe nur. Ah, da ist Rio, okay. Hallo. Ich sehe euch alle. Hilfe, ich bin beobachtet. Und du kannst von da überhaupt nichts machen. Muss ich auch nicht. Warum nicht? Ich muss ja hier bauen. Ich muss gar nichts machen. Ich muss bauen. Ich muss. So, machen wir noch einen oben drauf. So, dann machen wir das hier zu, würde ich sagen. Ungefähr so. Ne? Ich rede mal einfach, weil ihr redet ja nicht. Ne? Ja, rede halt. Ich fühle mich so alleine hier. Ich hab Angst. Ehrlich? Du bist unter einem ganzen Dorf, da sind so viele Leute drin. Drin? Drinnen. Ne, komische Leute. Drinnen, drum und dran. Ich hätte mir mal Eisen mitnehmen sollen. Ich brauch Glas. Ich hab ganz viel Glas.
Ja, das bringt mir nichts. Das ist schön. Haben wir noch oben im Turmglas, oder? Müssten wir eigentlich noch haben. Dann kann ich ja mal... fehlen übrigens ein paar Gläser, ne? Also an den Fenstern. Habe ich schon ersetzt. Wann hast du das denn gemacht? Vorhin. Nachdem ich runtergesprungen bin. Mhm. Schönes Ding. Dann gehe ich mal unsere epische Treppe hier rauf. So. Der Trick ist einfach immer in der 8 laufen. In einer 8? In einer 8. Da fällt mir ein, ich werde immer gefragt, ob wir nicht mal unsere Welt zum Download freigeben wollen. Dann müsste ich. Das ist kein Glas mehr da. Euch mal fragen, ob ihr das auch zulasst oder nicht, oder? Nein. Ja. Das ist mir was von egal. Was habe ich denn da für einen Kasten drauf gebaut? Da oben ist ja scheiße aus. Ist mir eigentlich auch wurscht. Ah ja. Ah ja? Wir haben hier keine. Ah ja. Ja, auf jeden Fall. Ah ja. Ich brauche Glas. Dann mach dir welche. Wir haben keinen Sand. Dann ich hab Sand und hol ich dir welche. Du hast Sand und Glas, kann ich dir Glas klauen? So, ich finde das natürlich. Pyramide kaputt, dann hast du Sand. Ich finde das gerade unendlich episch, wie viel Schneebälle da so sind. Mhm. Gar nicht angeguckt. Das war mal unsere Schneelandschaft. Ja. Und die muss jetzt gelagert werden bis zum nächsten Jahr, oder was? Ja. Das habe ich als Kind mal gemacht, Schneebälle eingefroren. Echt? Was ich jetzt mache, ich hole mal jetzt Lava und ich baue jetzt einen Mülleimer. Du kannst dran will ausziehen. Mach das. Nein, ich will nicht ausziehen. Gib mir Glas. Ich gebe dir kein Glas. Ich kann dir Sand geben. Gleich. Ja, gib mir Sand. Muss reichen. Ich gebe dir gleich. Ich gebe dir gleich Sand. Was Schlag. Ist hier gleich schon wieder Nacht. Ja, alle nichts schuld, alle nichts schuld. Was ist denn hier für ein Wasserloch? Wasserloch, ich hab kein Nahrungsmittel mehr, ich werde sterben. So, also ich bin fertig. Oh Mann. Das ist gut, dann legen wir uns das hin und am nächsten Morgen gucken wir uns dein Haus an und dann sind wir mit der Folge durch. Wie soll ich denn jetzt so schnell da hinkommen? Ja, beeil dich. Mann. Muss ich nachher wieder hierher latschen. Oh. So. Kommt jetzt erstmal deine Kohle zurück. Danke. Dann lege ich den Rest da rein, damit die Nächsten auch noch was davon haben, von dem Zeug. Ja, das ist ja gut. So, ich brenne mal hier ein bisschen Glas. So, muss ich jetzt wieder zurückkommen zum Schlafen? Ja, genau. Toll. Ganz toll. Wieso, wo bist du denn schon wieder? In der Mine. Ich habe ein Ei. Selbstverständlich. Ah, ja. Selbstverständlich bin ich in der Mine. Ich habe 2 Eier. Ei, ei. Ich habe 3. Ei, ei. Und zwar nicht im Inventar. Ich hab's im Inventar. Ich bin ein Creeper, hallo. Ein Creeper mit Eiern. Es ist kein so. Tütchen mehr rausgekommen, schade. So sieht's aus. Und womit sind die Eier gefüllt? Nicht mit Ei, doch. Creeper-Saft. Nein, mit Nitroglycerin. Logisch. Nitroglycerin. Nitroglycerin. So, dann lass uns auch alle schlafen gehen. Ja, ich warte eigentlich. Hallo. Guten Tag. Oh, da muss ich erst kommen. Warum guckst du denn so traurig? Er ist die armen Hühner. Diese Massenhaltung. Massentierhaltung, da, wenn das die Frau Merkel sieht. Dafür fütter ich sie aber auch brav. Ah, kommt da einer hinter mir her? Rala, Mond hat Gesicht. Wo denn? Ich renn einfach. Ja, komm mal, da sind noch 2 Creeper auf deinem Weg und eine Spinne. Entschuldigung, ich konnte mich nicht beherrschen. Ich krieg da Panik. Also neben meinem Turm ist ein Creeper, da würde ich auch passen, wenn du daherkommst. Ich will damit nichts zu tun haben. Ja, das ist ihr Lieblingsspruch immer, ne? Ich will damit nichts zu tun haben. Ja. Ja. Nein, mein Lieblingsspruch war mal, lass mich in Ruhe. Sind jetzt alle irgendwie im Hausnähe oder? Ja, im Bett. Liegen im Bett. Ja, ich lieg auch im Bett. Ich ja. Auch. Nein, du nicht. Doch. Ich muss jetzt neben den Schläger pennen, na toll. Schläger? Wieso Schläger? Du hast mich
letzte Aufnahme aus dem Bett geschlagen. So, dann zeig mal. Aua, dann zeig mal dein Haus. Moment, ich muss mal irgendwas essen, sonst verhungere ich. Und dein Haus? Pyramide, was auch immer. Ich bin schon daran gewöhnt, dass alle Männer Häuser bauen. Ja. Aber ich find's gut, dass mal einmal kein Haus gebaut wird, sondern so eine Pyramide schon. Ein Creeper! Ja, bei meinem Turm, ich hab ihn gesehen. Fanny, du bekommst noch dein Brot zurück. Da bist du. Ah. Achtung, bleib stehen! Ich bin hinter dir. Oh, hi Leon, na, alles klar, alles so, Knorke. Rest. Wie läuft's mit der Schwarzen? Einfach am Brot reingeschmissen. Das ist ja nicht verhungern, oder? Was war der denn hier? Warte mal, wollen wir den. Oh, der hat ein zweites Ei! Juhu! Der Leon soll, der soll mal unglücklich werden, oder? Oh, guck mal die Herzen. Meine Melone. Guck mal die Herzen. Oh. So. So, dann zeig mal hier dein Konstrukt. Ganz klein, aber feine Pyramide. Guck mal, der erste, der selber dran geschrieben hat. Nein, das war ich. Achso. Ich hab's aber umgesetzt, also. Ja, ja, dann kannst du die Tür aufmachen und uns dein Heim zeigen. Ja, yeah, roter Flocati. Wie ein tut endlich Armut. Uff, was ist denn was das? Was ist das da? Ah ja, okay. Da war nichts. Wo ist Lucantra? Klein, aber fein. Lucantra guckt sich jetzt natürlich nicht an, ne? Die steht unter hinten. Mhm. Die ärgern auch den Leon. Ja, genau, die kommt mit Leon. Sie ist verliebt, glaube ich, weil da gerade Herzen hoch. Muss aufpassen. Ja. Ich liebe ihn. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr nett. Danke. Sehr nett. Ist mal für was anderes. So. Falls irgendwer ausziehen möchte, ne? Ich stehe was frei. Okay. So, dann treffen wir uns mal irgendwo und beenden die Aufnahme, damit wir dann gleich weitermachen können. Lass das Schwein nicht frei. Damit wir... Ja, wir müssen ja den Gast loswerden. Wo ist denn hier unser. Sehr nett gesagt. Ja, wo ist denn Fanny? Ich bin hier. Hinter. Nee, doch, hinter euch. Achso, dann lass mal hier treffen und die Aufnahme beenden. Ja. Wir sagen einfach alle Tschüss zum Abschied, würde ich sagen. So. Tschüss! Tschüss! Wiedersehen! Tschüss! 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 Tschüss. Oh. Tschüss. Ai, ai.